So, Kinder, bei schöner bayerischer Musik, fränkischer Musik, auf dem Knaus Campingplatz in Ochsenfurt, habe ich gedacht, jetzt kommen wir doch mal und kriegen eine kleine und eine tolle Überraschung. Und wer steht da? Jetzt muss er die Zigarette ausmachen. Jetzt muss er sie ausmachen, jetzt muss er sie ausmachen. Jetzt muss er sie ausmachen. Da ist er. Unser Camper Tobi. Hi, grüß dich. Du warst bis jetzt davon, gell? Das sind wir mit dem Rapido. Ja. So, wir kommen gerade aus. Ich bin also gar noch stolz. Ja, komm, genau der Richtige. Kamera und nichts reden. Ja? Wir haben den kleinen Kanal, die Steckdosencamper. Das heißt, wir haben nicht Solar am Dach, sondern wir fahren überall hin, wo wir Strom haben. Das sind wir ja Partner. Ich bin einer der wenigen, die immer eine Steckdose muss. Ja, musst du ja. Das, was wir brauchen, das haut der Hitler vorne alles nicht hin. Wir haben uns ein wunderschönes Wohnmobil gekauft. Mhm. Aus der Not heraus, weil wir das, was wir bestellt haben, nie bekommen haben. Und dann haben wir durch Zufall das gesehen. Sachsen-Karawan ist dir bekannt. Ja, hat alles geklappt. Dann haben wir geguckt da unten und das hat alles so toll bei denen geklappt, dass wir gesagt haben, das stimmt was nicht. Weil sonst muss ich schimpfen, weil. Nein, das haut alles hin, hervorragend, das ist alles gegangen, super, hervorragend. So, dann haben wir unser schönes Rapido, wir waren jetzt am Bodensee, haben da unten schöne Tage verbracht. Jetzt lernen wir das Fahrzeug richtig kennen. Das ist ganz neu. Muss man, da kommen wir noch ein bisschen runter. So, kriegen wir das alles. So, ja, ich bin ja eher klein unterwegs momentan, wie einige wissen, aber das ist der Leihwagen. Na, man guckt immer auf den Chanson. Challenger, aber egal. Fängt mit an. Und dann kriegen wir das. Und wir haben so einen kleinen Kanal, die Steckdosen-Camper. Und wir wollen das zurückgeben, was wir eigentlich von den anderen bekommen haben, als wir mit dem Campen angefangen haben. Das ist nochmal ein schöner Ansatz. Ja? Da freuen wir uns. So. Und das ist also, was uns nicht gefallen hat, das ist unsere Sache. Ja. Wenn einer da hinfällt, auf dem Platz sagt er, das fällt. Das sollen die mit sich selber ausmachen. Ja. Du weißt ja mein Tino auch, also ich mache Schaufenster, um den Diskussionen zu entgehen. Ja. Du kannst es keinem recht machen. Sonst. Nein, um Gottes Willen, das geht nicht. Steckdosencamper. Ja. Sag mal, ich bin da bis Montag, ihr seid sicher morgen an, oder? Wir fahren am Montag. Dann machen wir mal einen Talk bei mir im Kanal. Gerne. Wenn ihr Bock habt. Gerne. Ihr seid ja aufgeschlossen. Gerne. Ich suche immer Leute, mit denen man quatschen kann. Gerne. Oder? Jederzeit. Ja? So, und wenn zwischendrin irgendein Blödsinn einfällt, anklopfen. Ein Blödsinn fällt mir immer genug ein, weißt du? Ich bin da. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. Ja. Wir sehen uns morgen bei uns oder demnächst bei uns oder wie du schneidest, je nachdem. Wir sehen uns. Kinder, ich bin sowas von stolz, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, hör auf. Ich fahre jetzt weg, ich geh jetzt wieder weg. Aber süß. Ja, irgendwann. Alles klar. Super. Das sind die Momente, für die wir was machen. Genau. Ein bisschen Herzklopfen hat man schon gehabt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, dann schalten wir mal das Ganze wieder ab.